Schönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute möchte ich mit dir über die Hormonersatztherapie sprechen. Betrifft viele Frauen in den Wechseljahren mit starken Beschwerden, betrifft aber auch jüngere Frauen, die aufgrund einer Vorerkrankung oder auch Operation oder einer Stoffwechselstörung auch schon in den Wechseljahren sind, bevor sie quasi in dem physiologischen Alter dafür sind. Wir besprechen heute also, was ist eigentlich die Hormonersatztherapie, was für Arten der Ersatztherapie gibt es, welchen Nutzen, welche Risiken, auch Krebsrisiken stecken dahinter, wie wird das Ganze angewandt, wo wird das Ganze angewandt, wie lange muss ich sowas machen. Also, wir haben viel auf der Agenda, legen wir los. Bei der Hormonersatztherapie muss man grundsätzlich erstmal klären, welche Art meine ich überhaupt. Es gibt nämlich die konventionelle Hormonersatztherapie und es gibt die Hormonersatztherapie mit bioidentischen Hormonen. Bei der konventionellen Hormonersatztherapie spielen viele Hormone eine Rolle, die am Reißbrett erschaffen wurden, also wirklich synthetisch konstruiert wurden von uns Menschen. Bei der bioidenten Hormonersatztherapie handelt es sich auch um synthetisch hergestellte Hormone, aber diese sind 1:1 identisch von der chemischen Struktur wie unsere körpereigenen Hormone. Und diese beiden Arten gibt es. Ich möchte heute mit dir zunächst einmal über die konventionelle Hormonersatztherapie sprechen. Ich werde, das ist versprochen, in einem weiteren Video über die bioidente Hormonersatztherapie noch weiter sprechen. Im Allgemeinen unterscheidet man bei der Therapie eines Hormonmangelbildes mit Beschwerden zwischen einer hormonellen Therapie, einer nicht-hormonellen Therapie und einer nicht-pharmakologischen Therapie, also was gar nichts irgendwo mit Tabletten zu tun hat, sondern auch ganzheitliche Ansätze. Viele versuchen, diese vielen Entitäten einfach zusammenzufassen und zu kombinieren, was in der Realität auch sehr, sehr gut funktioniert. Die klassische hormonelle Ersatztherapie ist zunächst einmal von der Therapie das effektivste, was es momentan gibt. 75-80% der Beschwerden, die Klassiker sind ja Schweißausbrüche, Hitzewallungen, also vasomotorische Beschwerden, können mit der Hormonersatztherapie gelindert werden. Das ist absoluter Fakt und studienbasiert. Nutzen-Risiko komme ich gleich noch zu. Es gibt abseits der spezifischen Therapie bei solchen vasomotorischen Beschwerden oder aber auch Stimmungsschwankungen, Depressionen etc. noch ein paar andere Nutzen, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn es um Hormonersatztherapie geht. Die aber, und das muss ich ganz klar sagen, nicht eine Hormonersatztherapie indizieren. Ich weiß, dass die Osteoporose aufgrund des Östrogenmangels natürlich auch getriggert wird oder auch verschlimmert werden kann. Ich weiß auch, dass Demenz, Depressionen eventuell, auch ohne klare Studienlage, verbessert werden können durch einen stabilen Hormonspiegel. Ich weiß vor allen Dingen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also wirklich der Klassiker in unserer Gesellschaft, gemindert werden können durch einen ausgeglichenen Hormonhaushalt. Das sind also 2-3 weitere Punkte, die einen Benefit bringen, wenn man eine Hormonersatztherapie macht, die aber nicht präventiv eine Hormonersatztherapie rechtfertigen. Das heißt, ich kann jetzt nicht einer Frau sagen, nehmen Sie mal, weil da kriegen Sie weniger Osteoporose, haben Sie weniger Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Es ist allein beschränkt auf die Wechseljahrsbeschwerden. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, welche Frau bekommt überhaupt eine Hormonersatztherapie? Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, denn es gibt kein festes Regime. Es gibt nicht die Beschwerde XY, die rechtfertigt, ich gebe jetzt eine Hormonersatztherapie, sondern, und das ist wirklich das Tolle, es ist ein Konsens. Also ich bespreche als Gynäkologe und auch meine Kolleginnen und Kollegen machen das so, die Beschwerden der Frau und schaue und höre raus, wie lebenseinschränkend die sind oder auch wie gefährdend die sind für irgendwelche anderen Erkrankungen. Und dann wird beschlossen, ob schon eine Hormonersatztherapie indiziert ist oder eben nicht. Ob man das noch versuchen kann, ganzheitlich oder auch pflanzlich vorzubeugen oder ob man überhaupt etwas braucht. Ich zitiere ja immer gerne diese Drittelregel. Ein Drittel der Frauen hat ganz schlimme, heftigste Beschwerden. Ein Drittel milde bis mäßige und ein Drittel hat so gut wie gar keine Beschwerden. Und wir müssen erstmal schauen, welche Frau habe ich überhaupt vor mir und ist da überhaupt die Hormonersatztherapie indiziert. Über welche Hormone sprechen wir eigentlich bei der Hormonersatztherapie? Und das unterscheidet sich wirklich ein Stück weit zu der bioidenten Hormonersatztherapie. Denn bei der konventionellen sprechen wir im Prinzip nur über das Östrogen und das Progesteron, in dem Fall eben die Gestagene. Ganz kurz zur Nomenklatur.
Das Gelbkörperhormon wird, wenn es körpereigen ist, Progesteron genannt. Fertig. Alles, was am Reißbrett entstanden ist und durch uns, durch chemische Veränderungen entstanden ist, nennt sich Gestagen. Das haben tatsächlich auch viele Kolleginnen und Kollegen immer noch nicht so ganz verstanden, beziehungsweise nutzen dieses Wort Gestagen auch für das körpereigene Progesteron, ist aber rein terminologisch nicht korrekt. Und dieses Östrogen und dieses Gestagen kann ich jetzt auf verschiedenste Arten und Weisen der Frau zuführen. Es gibt einmal die klassische Tablette, es gibt es auch als Pflaster, es gibt es als Creme, es gibt es als Creme für den Vaginalbereich, es gibt es auch als Zäpfchen für den Vaginalbereich. Und so gibt es eine Hülle und Fülle von Applikationswegen. Und die Frage ist auch, gebe ich der Frau nur ein Östrogen oder gebe ich ihr ein Östrogen plus ein Gestagen? Wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Der Unterschied liegt daran, ob du noch eine Gebärmutter hast oder nicht. Denn Östrogen, habe ich auf diesem Kanal schon wahnsinnig viel zu erzählt, ist einfach ein sehr proliferierendes Hormon, also ist ein Wachstumshormon für alle Arten von Schleimhäuten, für Brustgewebe etc. Wenn ich jetzt einer Frau mit Gebärmutter nur das Östrogen gebe, wird ihre Gebärmutterschleimhaut immer weiter wuchern und wuchern und wuchern, und so eine Wucherung kann eben auch irgendwann entarten, das Krebsrisiko für Gebärmutterkrebs steigt. Also muss ich dieser Frau den Gegenspieler dazugeben, ein Gestagen. Denn das Gestagen ist quasi das Pendant, die Engelchen-Teufelchen kann man vielleicht sich ein bisschen vorstellen, und wandelt diese Schleimhaut eben ständig um, sodass es nicht zu einer Proliferation dieser Gebärmutterschleimhaut kommt. Also schütze ich so das sogenannte Endometrium wegen des Gebärmutterkrebses. Also Frauen mit Gebärmutter bekommen immer beide Hormone. Frauen ohne Gebärmutter, da kann man tatsächlich gucken, ob nur ein Östrogen nötig ist. Ja, und es kommt natürlich total darauf an, welche Beschwerden im Fokus stehen und vor allen Dingen, wo sie stehen. Systemische Beschwerden, Hitzewallungen, Schweißausbrüche, auch Schlafstörungen könnten dazugehören, Depressionen können natürlich nur systemisch angegriffen werden. Und hier brauche ich also keine lokale Applikation, wie zum Beispiel Vaginalzäpfchen, sondern ich muss es systemisch geben. Und hier hat sich herausgestellt, dass die Gabe über die Haut zum Beispiel als Gel oder Creme viel weniger Nebenwirkungen hat, vor allen Dingen was das Thromboserisiko angeht. Hat den Grund, wenn ich eine Tablette schlucke, vor allen Dingen das Östrogen, dann habe ich einen sehr hohen First-Pass-Effekt in der Leber. Die Leber wird also stimuliert, sie muss dieses Östrogen umbauen, abbauen, und dadurch werden Gerinnungsfaktoren freigesetzt. Und diese Gerinnungsfaktoren, die aktiviert werden, können natürlich zu einer Thrombose führen. Diesen First-Pass-Effekt haben wir nicht so ausgeprägt, wenn wir das Ganze zum Beispiel über die Haut geben. Es gibt aber auch Frauen, die vertragen das nicht, die möchten das nicht. Manchmal wird das sogar kombiniert, dass wir sagen, wir geben das Östrogen als Gel auf die Haut, aber wir brauchen ja das Gestagen, da gebe ich ihnen Zäpfchen mit. Das können Sie entweder vaginal einführen, entweder sequenziell, also ungefähr 15 Tage im Zyklus, oder aber durchgehend. Es ist dann, ihr hört schon raus, wird ein bisschen kompliziert, und viele sagen, ich möchte das alles nicht. Ich möchte einfach meine Tablette schlucken und fertig aus, oder ich klatsche mir das Pflaster irgendwo hin und gut ist. Und dann ist es natürlich wieder eine individuelle Abwägung, ob das Ganze indiziert ist, ob es Vorerkrankungen, Risikofaktoren gibt oder eben, ob man den Standard, den Goldstandard macht mit eben der dermalen Applikation. Jetzt kommen wir noch abschließend ganz kurz zu Nutzen-Risiko-Abwägung. Und das Thema ist für sich ja schon allein so komplex, zum Beispiel auch das Krebsrisiko, welche Hormone, welche Anwendungsart, welche Dauer auch, bei welcher Frau führt denn zu einem erhöhten Brustkrebsrisiko, Gebärmutterkrebsrisiko oder auch Darmkrebsrisiko oder auch nicht. Was macht das Ganze mit dem Herz-Kreislauf-System? Also dieses Thema ist so komplex, das würde nochmal ein eigenes Video füllen, und das würde ich auch gerne für euch aufnehmen, wenn ihr das denn wünscht. Deswegen schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich nochmal explizit zum Beispiel auf das Thema Krebsrisiko eingehen soll, dann werde ich euch mit Studien vollballern und euch mal zeigen, wie hoch das Risiko denn eigentlich ist, wenn ihr Hormonersatztherapie zu euch nehmt. Aber wir wollen so ein paar Basics abstecken. Nutzen haben wir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen rausgehört. Das ist mit das Effektivste, was es gibt, gerade bei systemischen Problemen wie Hitzewallungen, Schweißausbrüchen. Es ist aber auch wahnsinnig wirksam bei einer vaginalen Atrophie. Wir haben natürlich einen Benefit auf die Knochengesundheit, die Osteoporose. Östrogene sind maßgeblich daran beteiligt, dass Knochen aufgebaut wird. Und wenn Östrogene fallen, dann kriegt man diesen Buckel, das ist ein Östrogenmangelbild, denn es kommt zur Osteoporose und zum Einsacken der Wirbelkörper.
Wie ist das mit psychischen Komponenten? Hat das einen Nutzen? Bei der Demenz zum Beispiel war man oft unsicher. Ja, hat es vielleicht einen Nutzen, wenn man früh beginnt, oder hat es sogar Nachteile? So richtig klar ist die Studienlage immer noch nicht. Bedeutet, so eine richtig klare Evidenz gibt es da auch nicht. Was man weiß, dass wenn es psychische Probleme gibt, die neu auftreten mit der Menopause, also wirklich zeitlich gebunden, es gibt keine anderen Faktoren, kann eine Hormonersatztherapie auch hier wahnsinnig unterstützend helfen. Auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch der Prävention ist man noch nicht so ganz sicher, ob die Östrogene vielleicht auch einen positiven Einfluss haben könnten. Gerade auf die Blutfette hat es schon einen direkten Einfluss, aber auch hier ist die Studienlage noch zu unklar, um eine genaue Aussage zu tätigen. Auf der Gegenseite haben wir natürlich, ich habe es angesprochen, eine Thrombosegefahr, gerade bei der oralen Applikation. Wir haben je nach Applikationsweg, nach Dosierung, nach Hormonzusammensetzung, nach Mensch, auch eine Veränderung des Krebsrisikos. Hier gibt es aber Unterschiede zwischen zum Beispiel einem Eierstockkrebs, dem Brustkrebs, dem Gebärmutterkrebs oder auch dem Darmkrebs. Es gibt sogar positive Einflüsse, wenn man das Thema Darmkrebs jetzt mal nimmt. Wie gesagt, das Thema ist einfach ein Thema für sich, sagen wir mal so. Und wir haben natürlich all die Nebenwirkungen, die aufgrund dieser speziellen Hormone und der Hormonzusammensetzung auftreten können, wie Brustspannen, Kopfschmerzen, Wassereinlagerungen. Das sind alles klassische Nebenwirkungen, die auch bei einer Hormonersatztherapie auftreten können. Grundsätzlich gilt auch bei der Hormonersatztherapie so wenig wie möglich, so kurz wie möglich, aber ich möchte so viel Benefit wie nötig rausholen. Das ist ein Grundsatz, der eigentlich sehr oft in der Medizin gilt. Ich möchte also wirklich die niedrigstmögliche Dosierung schaffen, um der Frau schon helfen zu können. Meistens ist keine Hormonanalytik im Vorfeld notwendig, denn alleine durch die Anamnese höre ich als Gynäkologin, als Gynäkologe wahnsinnig schnell raus, wo wir stehen im Prozess der Wechseljahre. Das kann man wirklich nach 3-4 Minuten raushören. In seltenen Fällen kann man mal eine Hormonanalyse machen. Ganz oft ist es aber auch ein Eigeninteresse der Patientin. Die möchte wissen, wo stehe ich denn eigentlich hormonell? Auch wenn sich daraus keine große therapeutische Konsequenz vielleicht ziehen lässt. Und eine Hormonersatztherapie, wer hätte es gedacht, hat Vor- und hat auch Nachteile, die man eben kennen sollte und bevor man eine Therapie beginnt, entsprechend auch aufgeklärt sein sollte.